Was muss ich eigentlich tun in einer Verkehrskontrolle und was nicht? Ich werde es Ihnen gleich an einem Beispiel erläutern. Bleiben Sie dran. Mein Name ist Henning Hartmann, ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und für Strafrecht in Oranienburg nördlich von Berlin. Die Verkehrskontrolle, was muss ich eigentlich tun, wenn ich von der Polizei angehalten werde? Der Klassiker, Sie werden aufgefordert zu pusten. Im Juristendeutsch ist das der Drägertest, der durchgeführt wird. Hier eine wichtige Information. Niemand muss pusten. Wussten Sie das? Bei begründetem Verdacht einer Straftat, beispielsweise wenn Alkoholgeruch wahrgenommen wird oder ähnliches, dürfen die Polizeibeamten zwar eine Blutentnahme durchführen, aber pusten muss zunächst mal niemand. Eigentlich müssen Sie auch von den Polizeibeamten dazu aufgefordert oder darüber aufgeklärt werden, dass das Pusten freiwillig ist. Häufig unterbleibt das aber nach meiner Erfahrung. Deswegen mache ich dieses Video. Denken Sie dran, Sie müssen diesen Drägertest, das Pusten, nicht durchführen. Es kann dann ja auch sein, dass beispielsweise die Polizeibeamten durch andere Aufgaben, dringendere Aufgaben, davon abgehalten werden, die Sache weiter zu verfolgen. Ich hoffe, dass ich an der Stelle einen sinnvollen Hinweis geben konnte.